Ausgelassene Stimmung und fröhliche Gesichter bei der Weltpremiere von The One Grand Show im restlos ausverkauften Friedrichstadtpalast Berlin. Die beeindruckende und bunte Revue mit Kostümen von Jean-Paul Gaultier lockte viele Promis und natürlich auch die Modelegende selber in die Hauptstadt. Ich freue mich sehr, Jean-Paul Gaultier, mehr geht's ja nicht. Ich wusste nicht, dass ich ein Teil dieser Show bin. Ja, jetzt habe ich euch was verraten. Ich wusste das auch nicht, aber ich freue mich schon sehr. Ich bin gespannt, wie er mich interpretiert hat. Das ist eine wahnsinnig große Ehre. Jean-Paul liebt Vielseitigkeit und er ist sehr aufgeregt. Also bin ich hier, um bei ihm zu sein. Das ist wirklich toll, was der macht. Und ich freue mich so sehr, dass er das hier für Berlin tut und eben auch für das Haus. Denn das gibt dem Haus nochmal noch mehr Internationalität. I love to do it as an experience, like to make. Ich finde es toll, diese Erfahrung zu machen. Man hat so viel mehr Freiheiten als in der Modewelt. Es kann surrealistisch sein, es kann romantisch sein, es kann sexy sein, es kann viel kunstvoller sein als im wirklichen Leben. Mehr als 500 Kostüme hat der französische Star-Designer für die mitreißende Revue entworfen. Für Jean-Paul Gaultier geht mit der Show ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Die Freude über die Zusammenarbeit ist ihm deutlich anzumerken. Das ist so selten geworden, dass man Leute sieht, die das, was sie tun, so sehr lieben. Und das habe ich hier gefühlt und es macht mich glücklich. Heute Nacht kommt das Baby zur Welt und wir können es endlich alle sehen. The One Grand Show von Roland Welke lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer Teil eines Wachtraumes werden. Auf einer Underground-Party in einem leerstehenden Revue-Theater begibt sich ein Partygast auf eine Traumreise. Währenddessen stellt sich ihm die Frage nach dem einen Menschen, der alles bedeutet. The One. Das Produktionsbudget von über 11 Millionen Euro zeigt sich im Ergebnis und die Namen des hochrangigen Kreativteams sprechen für sich. Über 100 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihr Können auf der größten Theaterbühne der Welt. Der Friedrichstadtpalast lässt es mal wieder krachen. Die Kostüme sind unglaublich, die Effekte sind unglaublich. Es ist einfach ein Feuerwerk an Farben, Kostüme, Spezialeffekten. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Toll. Das ist ein Hammer. Das war sehr aufregend mal so, ne? Ich bin jedes Mal sehr beeindruckt, vor allen Dingen von den Möglichkeiten dieser Bühne. Ich bin definitiv in eine ganz andere Welt versetzt worden. Ich fand, das ist wirklich so ein Wow. Ich würde es mir gerne nochmal ansehen. Es sind so viele kleine Details auch und so viel Liebe ist da reingesteckt worden. Also es ist absolut sehenswert. Schon Weltklasse, ja. Die Szenencollage aus Musik, Tanz und Artistik beweist, ein Revue-Erlebnis erster Klasse gibt es nicht nur in Las Vegas. Mit tosendem Applaus und Standing Ovations ist die Weltpremiere von The One Grand Show im Friedrichstadtpalast Berlin ein voller Erfolg und ein guter Start für die kommende Spielzeit.